Ein Polizeivideo. Zwei Drogendealer in Moskau. Alltag. Doch dann der Zugriff einer Spezialeinheit. Sie handeln völlig angstfrei, denn Angst haben Ärzte aus ihren Gehirnen herausmanipuliert. Erfinder dieser unheimlichen Psychowaffe, der KGB. Ihre Anwendung gehört heute noch zur Ausbildung von Polizeikampfeinheiten. Vorbehandlung, die psychische Manipulation beginnt mit einer Art Hypnose. Hochfrequente Radiowellen werden in das Gehirn des Polizisten eingestrahlt. Bestimmte Schlüsselworte werden auf diese Weise für immer in seinem Gehirn verankert. Hört der Mensch später diese Worte, wird eine bestimmte programmierte Handlung bei ihm ausgelöst. Aber nicht nur Schlüsselworte werden verwendet, es können auch Zahlencodes sein. Im Krieg kann diese Psychowaffe gefährlicher sein als Gewehre oder Panzer. Zum Beispiel im Afghanistan-Krieg. Bevor man damals Bomberpiloten auf Himmelfahrtskommandos schickte, hatte man sie so emotionslos gemacht. Für zahlende Kunden wird jede Art von Gehirnwäsche vorgenommen. Bei der Mafia inzwischen eine bekannte Adresse. Bodyguards und professionelle Killer werden hier programmiert. Und da das Labor ein Privatunternehmen ist, gibt es bisher kein Gesetz, das dieses Treiben verbietet. Geld verdienen um jeden Preis. Dieser Leitsatz gilt auch für den Inhaber dieses Privatlabors, ein Ex-Wissenschaftler der Militärforschung, ein Miterfinder der Waffe. Das ist die Vernichtung des menschlichen Intellekts. Gehört das in die Reihe der gefährlichen Waffen? Ja. Und bevor alle Staaten sich endlich einigen, was das nun überhaupt ist, und es nicht als Waffe verbieten, muss man den Wissenschaftlern unbedingt einen Entwicklungsstopp auferlegen. Die müssen sofort aufhören, daran zu arbeiten.